Jetzt steht es fest, dem Bau des größten Radioteleskops der Welt steht nichts mehr im Weg. Ein entsprechendes Abkommen wurde im März unterzeichnet. Das Square Kilometer Array soll laut Plan aus tausenden Antennen in Afrika und Australien bestehen, die per Glasfaserkabel vernetzt sind. Spätestens 2030 soll das Megateleskop an den Start gehen und 100-mal empfindlicher sein als jedes andere derzeit aktive Radioteleskop. Und auch die Ziele des Projekts sind wirklich mehr als ehrgeizig. Unter anderem soll ein 3D-Weltraumatlas erstellt werden, der uns einen Blick in das frühe Universum ermöglichen könnte. Auch der dunklen Energie und außerirdischem Leben könnten wir mit Hilfe vom Square Kilometer Array endlich auf die Spur kommen. Alles zu diesem weltweit einzigartigen Projekt jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das ist wirklich eine Entscheidung, die die Astrophysik weltweit nach vorne bringen wird. Das Projekt Square Kilometer Array SKA soll nämlich nicht weniger als die weltweit größte Wissenschaftseinrichtung werden. Seine Infrastruktur soll sich über drei Kontinente auf der Nord- und Südhalbkugel erstrecken. Sein Hauptquartier hat die Einrichtung in Großbritannien. Tausende Einzelantennen und hunderte von Parabolspiegeln bilden zwei Beobachtungsnetzwerke, die sich über hunderte Kilometer in Südafrika und Australien erstrecken. Die gebaute Antennenfläche des Megateleskops soll dann 1 Million Quadratmeter betragen und eine schnellere Durchmusterung des Himmels möglich machen als je zuvor. Heraus kommt dabei nicht nur eine 50-mal höhere Auflösung als die Bildauflösung des Hubble-Weltraumteleskops, sondern zudem auch eine unvorstellbare Menge an Beobachtungsdaten, die verarbeitet werden muss. Das werden nur die schnellsten Supercomputer der Welt schaffen. Fest steht, rund 600 Petabyte sollen pro Jahr gespeichert werden. Das entspricht 600 Milliarden Byte, also der Speicherkapazität von mehr als einer 500.000 Laptops. Das muss man sich mal vorstellen. Diese unvorstellbar große Datenmenge wird dann zur Auswertung an die Wissenschaftsgemeinde verteilt. Jedenfalls wurde Ende März endlich der entscheidende Grundstein für das SKA gelegt. 7 Staaten haben in Rom das Abkommen für den Bau des weltgrößten Radioteleskops unterzeichnet. Dabei sind Südafrika, Portugal, die Niederlande, Italien, China, Australien und Großbritannien. Catherine Cesarski, die Vorsitzende des SKA-Gremiums, sagt zu dem unterzeichneten Abkommen: Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Entsprechend werden der Entwurf, der Aufbau und schließlich der Betrieb des größten Teleskops der Erde jahrzehntelange Anstrengungen, Sachkenntnis, Innovation, Durchhaltevermögen und globale Zusammenarbeit erfordern. Heute haben wir den Grundstein dafür gelegt, um das SKA schließlich Wirklichkeit werden zu lassen. Auch Indien und Schweden wollen sich beteiligen, das steht aber noch nicht endgültig fest. Sicher ist jedenfalls, dass Deutschland raus ist. Sehr zum Unmut vieler deutscher Forschungsteams und der Wissenschaftscommunity, da das SKA als eines der vielversprechendsten Wissenschaftsprojekte überhaupt gilt. Den Ausstieg aus dem Projekt und der Finanzierung hatte die deutsche Bundesregierung im Sommer 2014 verkündet, mit fatalen Folgen für deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn nur wer zahlt, darf das Megateleskop auch nutzen. Die geplanten Forschungsschwerpunkte des SKA jedenfalls können sich sehen lassen. Fachleute sind sich sicher, dass sie mit Hilfe des Megateleskops fundamentale Wissenslücken in der Physik endlich schließen können. Denn kosmische Radiowellen entstehen bei vielen natürlichen Prozessen, beispielsweise werden sie von Gaswolken im All ausgesendet. Sie haben eine deutlich größere Wellenlänge als sichtbares Licht, nämlich zwischen 10 cm und 100 km. Der Vorteil, sie werden anders als Röntgenstrahlung oder Infrarotlicht nicht von der Erdatmosphäre verschluckt. Mehrere Millionen Galaxien sollten mit Hilfe des SKA kartiert werden, so könnte dann auch endlich die Entwicklung des Universums über Milliarden von Jahren zurückverfolgt werden. Auch die Suche nach Leben im Universum wird durch den Betrieb des SKA wohl noch einmal weiter voranschreiten. Und auch die Relativitätstheorie von Einstein könnte unter extremen Bedingungen getestet werden. Zudem sind Fachleute optimistisch, dass das SKA auch dabei helfen wird, endlich der mysteriösen dunklen Energie auf die Schliche zu kommen. Mehr als 1000 Experten und Expertinnen aus 20 Ländern waren bereits in den letzten 5 Jahren an den Designarbeiten für das SKA beteiligt. Ende 2020 sollen dann Verträge in einer Höhe von 700 Millionen Euro an Anbieter in den Mitgliedstaaten gehen, damit das SKA konstruiert werden kann. Auch die deutsche Forschungsgemeinschaft hat weiterhin großes Interesse an dem Projekt und plant die Gründung des Vereins für datenintensive Radioastronomie. Dazu Stefan Wagner von der
der Universität Heidelberg. Die gesamte astronomische Gemeinde hat schon lange auf ein Radioobservatorium mit solch hervorragender Leistungsstärke auf der Südhalbkugel der Erde gewartet. Die Gründung einer Organisation für den Aufbau und den Betrieb dieses Observatoriums ist ein entscheidender Schritt vorwärts. Wir als Astrophysiker in Deutschland sind sehr daran interessiert, beim SKE mitzumachen, das Einblicke ins Universum weit über die derzeit vorhandenen Möglichkeiten bieten wird. Bislang beteiligt sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft an Vorläuferprojekten wie dem Meerkat-Radioteleskop in Südafrika, das im Sommer 2018 eingeweiht wurde. Ob wir den Fuß beim SKE noch in die Tür bekommen, wir bleiben dran. Das berühmteste Radiosignal der Welt. Stammt es von Außerirdischen? Was ist das Wow-Signal? Draufklicken, anschauen und natürlich abonnieren. Weltraumwissen von Astro Comics TV. Bis dann. Bleibt dran.